Hallo Elektronikfreunde, willkommen nun zum vierten Teil zum Thema Operationsverstärker. In diesem Teil will ich mal auf aktive Filter höherer Ordnung mit dem OPV eingehen, auf die Slew-Rate, das Verstärkungsbandbreiteprodukt und auch nochmal eingehen auf die Auswahl von geeigneten Operationsverstärkern. Beim Thema Filter kommt man natürlich gleich zum passiven Filter. Wie ich ihn hier unten mal gezeichnet habe, ist ein Tiefpassfilter. Erster Ordnung, passiv. Und was ist jetzt ein aktiver Filter? Na, ein aktiver Filter, dort kann ich eine Verstärkung noch einstellen, wie man jetzt hier sieht. Ich habe also hier noch einen Operationsverstärker, mit dem ich die Verstärkung einstellen kann. Und zwar mittels R1 und R2. Das ist die eine Möglichkeit. Dann gibt es noch eine andere Möglichkeit, dort die Widerstände und den Kondensator hier dort zu integrieren in einen invertierenden Verstärker praktisch. Man erhält dann auch einen aktiven Tiefpassfilter in dem Fall, der ist allerdings invertiert. Man kann also beim aktiven Filter generell die Verstärkung einstellen. Die Ausgangsimpedanz ist hier auch dann niedrig, weil ich natürlich hier, wenn ich jetzt hier abgreifen würde, hätte man eine Ausgangsimpedanz, die eben nicht sehr niederohmig wäre. Der Eingangswiderstand der ganzen Gesamtschaltung hier auf beiden Seiten ist jeweils hier in dem Fall durch diesen RF gegeben. Und hier durch den R2. Und ich werde in dem Video hier auch nur auf den Tiefpass eingehen, weil der eben am häufigsten vorkommt. Der Hochpass und auch der Bandpass, der wird eigentlich ähnlich berechnet. Der Hochpass ist eigentlich nur anders von der Beschaltung her. Da wird nämlich, werden die Widerstände und die Kondensatoren getauscht. Die Berechnung ist ähnlich. Und beim Bandpass ist es dann eine Kombination aus Tief- und Hochpass. Charakteristische Merkmale sind natürlich einmal die Grenzfrequenz und die Phasenverschiebung, so wie man es ja auch beim passiven Filter schon kennt. Um jetzt hier den Tiefpass auf der linken Seite hier zu berechnen, den aktiven Tiefpass, berechnet man eigentlich hier diesen passiven Tiefpassfilter, wobei ja hier die Gleichung gegeben ist. Grenzfrequenz ist gleich 1 durch 2 Pi RF mal C1. Das kann man sicherlich herleiten, das mache ich jetzt hier nicht. Und auf der anderen Seite hat man hier den Verstärker, den nicht invertierenden Verstärker. Da habe ich ja in einem anderen Video schon mal drauf verwiesen bzw. hingewiesen, wie man das berechnet und so weiter. Also Verstärkung mit R1 plus R2 durch R2. Das wäre also die eine Möglichkeit, so einen aktiven Tiefpass zu realisieren. Erster Ordnung, wie gesagt. Der zweite Aspekt wäre hier der Aufbau eines aktiven Tiefpassfilters bei einem invertierenden Verstärker. Und dort ist es so, dass man ja hier in dem Rückkoppelzweig, im Gegenkopplungszweig, diesen RF und CF hat. Und diese beiden Komponenten sind verantwortlich für die Grenzfrequenz. Und dann haben wir zwei Widerstände trotzdem noch, sozusagen diese beiden. Und die beiden sind verantwortlich für die Verstärkung. In der Gleichung hier unten sieht man es auch nochmal. Grenzfrequenz ist gleich 1 durch 2 Pi RF CF. Also diese beiden Bauteile und die Verstärkung berechnet sich durch RF durch R2. Das wäre also der normale invertierende Verstärker. Beide haben ja hier sind ja erster Ordnung, Tiefpassfilter erster Ordnung, sodass bei der Grenzfrequenz die Spannung um 3 dB abfällt. Das gleiche Verhalten, nur dass der eben das Signal invertiert. Ich habe hier natürlich auf dem Steckbrett beide Schaltungen auch schon mal aufgebaut und werde die auch gleich nochmal zeigen, beziehungsweise am Oszilloskop dann mal zeigen, wie man da was misst. Bevor ich das zeige, möchte ich nochmal ganz kurz darauf eingehen, wie man da gerade bei der Schaltung hier auf der rechten Seite so zu dieser Berechnung kommt, beziehungsweise was dazu vielleicht zu beachten ist. Dazu werde ich mal auf die nächste Seite blättern. Also ich fange mal hier mit dem linken aktiven Tiefpassfilter an. Also was ist da eigentlich zu beachten? Eigentlich fast gar nichts. Insofern, man hat eine Grenzfrequenz, die man vielleicht braucht. Also hier in dem Fall 234 Hertz. Warum das so viel ist, das sieht man gleich. Als erstes bestimmt man diesen RF und dann rechnet man C1 aus und dann kann man die Verstärkung bestimmen mit diesen anderen beiden Widerständen dort, wenn man eine Verstärkung überhaupt braucht. Und ich habe jetzt einfach mal RF 10 Kilo-Ohm angenommen. Und wenn ich jetzt den C1 da ausrechne, komme ich genau auf 68 Nano. Deswegen habe ich die 234 Hertz hier ausgewählt, um es möglichst einfach zu machen.
Die andere Schaltung, praktisch der invertierende aktive Tiefpassfilter hier, da ist die Vorgehensweise etwas anders. Denn es gibt bestimmte Dinge, die vielleicht zu beachten sind. Das ist zum einen der Eingangswiderstand und auch die Verstärkung natürlich. Als erstes bestimmt man also den Eingangswiderstand. Ich habe jetzt den Eingangswiderstand auch 10 Kiloohm gewählt. Dann bestimmt man die Verstärkung, also soll dort noch eine Verstärkung mit rein. Ich habe das jetzt hier bei einer Verstärkung von 1 belassen, um auch wiederum das einfach zu haben mit der Berechnung des Kondensators. Dann, wenn man das gemacht hat, also vorbestimmt hat die beiden Werte sozusagen, dann kann man CF bestimmen und wenn die Grenzfrequenz gegeben ist, eben dann CF ausrechnen. Dann wählt man den CF aus und wenn es dort keinen Standardwert gibt, dann muss man die ganze Chose sozusagen nochmal zurückrechnen eventuell. Was natürlich dann zur Folge hat, dass eventuell die Verstärkung oder der Eingangswiderstand nicht mehr stimmt. Das mal vielleicht nochmal zum generellen, ja, was man vielleicht beachten soll bei dieser Schaltung. Ich habe es einfach mir ein bisschen einfach gemacht. Ich habe gesagt, die Verstärkung ist 1. Das heißt, ich habe am Eingang den 10 Kiloohm Widerstand. Der AF ist auch ein 10 Kiloohm Widerstand, sodass ja auch der CF hier ein 68 Nano Fahrradkondensator dann ist. Also im Prinzip beide Widerstände sind gleich groß, Verstärkung 1 und der CF ist eben auch hier ein 68 Nano Fahrrad. Beide Filter haben hier bestimmte Eigenschaften. Ich habe das mal hier kurz aufgelistet. Die Eingangsimpedanz ist sehr niedrig. Also man sieht ja hier, man hat also einmal den RF und hier diesen R2, der sozusagen die Eingangsimpedanz darstellt. Der Nachteil bei der rechten Schaltung ist natürlich die Invertierung gegebenenfalls. Die Verstärkung ist bei beiden einstellbar. Allerdings ist es ein Filter erster Ordnung, das heißt, diese Steilheit ist, also ist praktisch nicht sehr steil, der Filter. Der geht also nur mit 20 dB pro Dekade nach unten. Und ich will ganz kurz nochmal auf so eine Art Idealfilter dann eingehen. Wie sieht also jetzt ein ideale Filtercharakteristik aus? Man hat im Prinzip hier die XY-Achse, einmal hier die Frequenz F. Und dann haben wir hier, sage ich mal, UA zu UE. Und also Ausgang zu Eingang. Und bei einer Grenzfrequenz jetzt in dem Fall hier von 234 Hertz, die meinetwegen hier liegt. Also hier haben wir 234 Hertz. Da soll es natürlich so sein, dass alle Frequenzen bis zu diesem Punkt durchgelassen werden. Und zwar möglichst gleichmäßig und ab 234 Hertz dann nicht mehr. Also das wäre sozusagen ein idealer Verlauf. Bei den Filtern erster Ordnung ist dieser Verlauf in keinem Fall ideal. Und zwar haben wir bei 234 Hertz schon einen Abfall von 3 dB. Wir sind also hier bei ungefähr 0,7 des Wertes hier von UA zu UE, also 1, das heißt, er fällt dann hier irgendwie so ab und geht dann hier so mit 20 dB pro Dekade nach unten. Und man sieht also, das ist hier eigentlich ein sehr schlechter Filter, muss man sagen. Da ich ja die Schaltung hier auf dem Steckbrett aufgebaut habe, möchte ich natürlich diese Charakteristik hier erstmal zeigen, mit Hilfe des Oszilloskops. Und ich werde es so machen, ich habe einen Eingang hier, und zwar für beide Schaltungen. Das heißt für den invertierenden und nicht invertierenden Filter. Und dann sieht man es eben am Oszilloskop sehr gut. Und man sieht dann auch, dass die Charakteristik eigentlich gleich ist, nur dass eben der invertierende das Signal invertiert eben. Und man sieht dann auch sehr schön mit der Grenzfrequenz, dass dort also schon, dass man dort sehr weit unten ist, was das Verhältnis zwischen Aus- und Eingang betrifft. Also ich schließe jetzt erstmal das hier an Spannungsquelle und Oszilloskop und dann zeige ich das mal ganz kurz. Auf dem Oszilloskop sieht man jetzt hier nun das Eingangssignal hier oben. Das hat ein Peak-to-Peak-Value von 1 Volt rund und hier unten sind also die beiden aktiven Filter erster Ordnung. Man sieht auch, die sind hier, der eine ist hier bei 680 mV, der andere hier bei knapp 800. Das hat einmal mit diesem Rauschen hier zu tun und auch mit den Toleranzen der Kondensatoren vor allem. Was ich gemacht habe bei der ersten Schaltung hier, praktisch bei dieser Schaltung, ich habe hier die Verstärkung auf 1 gesetzt,
Sprich, ich habe die Widerstände rausgenommen und hier einfach nur ein Spannungsfeuerwehr draus gemacht. Wer das noch nicht kennt, da kann ich nur auf die anderen Videos hinweisen. Ich habe also hier eine Verstärkung von 1 und hier auch, weil hier beide Widerstände gleich groß sind, also RF und R2, und bekomme dann dieses Bild hier am Oszilloskop bei Grenzfrequenz. Was man jetzt auch sehr schön sieht, ist eine Phasenverschiebung, und da will ich nochmal hier das Bild ein bisschen am Oszilloskop ändern, damit man da das nochmal besser sieht. Ich habe jetzt alle Kanäle mal übereinander gelegt und die Frequenz runtergedreht. Sie beträgt jetzt hier irgendwie 26 Hertz in etwa. Die Eingangsspannung, die muss ich noch ein bisschen höher drehen. Die pendelt so hin und her hier 1 Volt und ein bisschen weniger. Man sieht auch, die Ausgangsspannung der beiden Filter beträgt genauso viel. Also eigentlich ganz okay. Was man aber jetzt vielleicht schon sieht, da werde ich gleich nochmal ein bisschen mehr reinzoomen, ist eine ganz kleine Phasenverschiebung. Und um das vielleicht besser zu zeigen, werde ich mal den invertierenden Filter ausschalten, ist also hier der Kanal 3, der violette, und werde jetzt mal die Frequenz ein bisschen höher drehen, weiß ich nicht, so auf 100 Hertz oder so, 100 Hertz, und jetzt sieht man hier schon eine deutliche Phasenverschiebung. Und was man jetzt auch sieht, wir haben ja, oder das gelbe Signal ist ja das Eingangssignal, das grüne Signal ist also das Ausgangssignal. Und es ist hier schon deutlich runtergegangen. Ich werde mal die Amplitude jetzt nochmal vom Eingangssignal auf 1 Volt stellen. Ja, 1,07. Man sieht hier, das ist drunter schon, hier unten rechts. Und wenn ich jetzt eben die Frequenz noch weiter höher drehe, wird also die Spannung weiter runtergehen vom Ausgang dieses Filters natürlich. Und die Phase verschiebt sich immer mehr. Bei der Grenzfrequenz dann, 234 Hertz in dem Fall, sollte es eine Phasenverschiebung von minus 45 Grad geben. Und das will ich jetzt mal hier versuchen einzustellen, also 234 Hertz. So, ich habe jetzt hier ziemlich genau 234 Hertz eingestellt und man sieht, die Ausgangsspannung beträgt jetzt 450 Millivolt ungefähr. Also mehr als 700 Millivolt, das liegt an den Toleranzen oder an der Toleranz vom Kondensator. Um jetzt die Phasenverschiebung, die man hier schön sieht, genau sich also zu berechnen bzw. sie abzulesen, muss man die Zeit hier ein bisschen dehnen, und aber so, dass sozusagen einmal 180 Grad raufgehen. Also nochmal, ich muss mal gucken, ob das hier passt. Ja, hier passt es ungefähr. Moment, ich werde mal hier das so drehen und dann nochmal hier ein bisschen höher und den Kanal 3 auch ein bisschen höher. Ne, da war ja gar nicht dran. Moment, den Kanal 4 hier auch nochmal höher. So. Und Kanal 1 auch nochmal einen höher. Und jetzt kann man ganz gut erkennen, wir haben ja von diesem Punkt zu diesem Punkt haben wir 180 Grad. Und dann kann man hier ungefähr abschätzen, das sind jetzt ein bisschen mehr sicherlich als 45 Grad, aber so kann man das dann ziemlich genau ablesen. Die Messungen, die ich hier gezeigt habe, waren ja alle am Filter erster Ordnung. In dem Fall war die Verstärkung 1, also eher so ein bisschen ja, standardmäßig, aber eigentlich kein guter Filter aufgrund der schlechten Steilheit oder der geringen Steilheit. Deswegen möchte ich jetzt mal auf den Filter zweiter und höherer Ordnung eingehen. Die Frage bei so einem Filter stellt sich jetzt generell, wie kann ich also hier diese Steilheit, also das sind hier minus 20 dB pro Dekade, so ändern, dass sie irgendwie hier in diese Richtung geht, also dass es dann, dass dieser Verlauf eher hier diesen Verlauf sozusagen nimmt. Und jetzt könnte man sagen, na gut, dann schaltet man eben ein paar von diesen Filtern hintereinander, dann bekommt man das. Dann hat man aber, wie gesagt, das Problem, dass das hier noch flacher abfällt. Das geht nachher vielleicht runter, sehr steil, aber im oberen Bereich nicht. Oder man baut noch eine Spule mit ein. Das würde die Sache auch nicht verbessern, denn die Spulen sind im Niederfrequenzbereich dann oder werden dann sehr groß, wenn man das ausrechnet. Und deswegen hat sich praktisch eine Schaltung etabliert, oder kann man eine Schaltung verwenden,
die nennt sich Selim Key Schaltung. Und das Interessante bei der Selim Key Schaltung ist, ich habe die mal hier kurz gezeichnet. Das Interessante an der ganzen Geschichte ist, man kann diese Schaltung verwenden und damit verschiedene Charakteristiken realisieren. Vom Operationsverstärker her gesehen haben wir eine Schaltung mit einer Gegenkopplung, nämlich hier diesen Zweig über R3 und R4. Und wir haben eine Mitkopplung über C2 und R2 und deswegen ist es hier eine Schaltung mit einer Mit- und einer Gegenkopplung. Und ich hatte ja, glaube ich, im ersten Teil mal so die verschiedenen Varianten gezeigt und unter anderem eben, dass so eine Schaltung dann entsprechend der Bauteile zu einem Filter höherer Ordnung werden kann. Deswegen nennt man die Schaltung auch hier aktiven Filter mit einfach Mitkopplung. Das heißt also, er wird einfach hier mitgekoppelt. Es gibt auch welche, die haben eine Mehrfach-Gegenkopplung oder Mitkopplung, aber die Selim-Key-Schaltung ist eigentlich sehr universell einsetzbar und deswegen möchte ich hier drauf sozusagen auch den Fokus legen. Die Schwierigkeit bei so einer Schaltung ist natürlich die Berechnung, beziehungsweise wie kommt man eigentlich drauf? Das kann man alles ableiten. Das mache ich jetzt hier nicht, das würde total das Video sprengen. Ich habe hier schon mal zur Vereinfachung hier drüben diese Verstärkung rausgenommen, um nachher später die Berechnung zu vereinfachen. Ich möchte aber, bevor ich hier mal kurz da was berechne, nochmal auf die Eigenschaften so ein bisschen zurückkommen, beziehungsweise das mal kurz erläutern. Also diese Selim-Key-Schaltung ist für verschiedene Filtertypen geeignet. Es gibt generell eigentlich drei Typen, Butterworth, Bessel und Chebyshev, wobei Chebyshev hier noch Angaben hat mit 0,5, 1, 2 und 3 dB, was ist es, wird man noch sehen. Aber diese Charakteristiken hier sind mit der Selim-Key-Schaltung einfach zu realisieren. Um so eine Schaltung mit der Selim-Key zu berechnen, müsste man eigentlich das Ganze irgendwie herleiten. Man müsste dann Koeffizienten berechnen und das ist sehr aufwendig. Das habe ich hier mal auch aufgeschrieben und deswegen gibt es natürlich Bücher, wo sowas schon drinsteht, wo also die Koeffizienten für die Gleichung drinstehen und dort auch die Ordnungszahl und auch der Filtertyp natürlich. Das heißt, wenn ich jetzt sage, ich brauche einen Bessel-Filter vierter Ordnung, dann steht dort genau drin, welche Gleichung ich sozusagen oder welche Koeffizienten ich dort in die Gleichung einsetzen muss, um diesen Filtertyp zu bauen. Man kann auch hier die Filter kaskadieren, das heißt hintereinander schalten, um eine höhere Ordnung oder Steilheit zu erreichen. Und ich habe nachher auch noch eine Schaltung, wo man das dann sieht. Und um das erstmal generell zu vereinfachen, das hatte ich gerade schon gezeigt, habe ich hier also die Gleichung so angepasst, dass man eine Verstärkung von 1 hat. Und hier nochmal der Hinweis, die Schaltung vom Operationsverstärker gesehen beinhalten eine Gegenkopplung als auch eine Mitkopplung. Und diese Filtertypen, die will ich mal kurz hier zeichnen, so in etwa wie die von der Charakteristik her aussehen. Hier sieht man nun den typischen Amplitudenfrequenzgang der drei Filter. Ich fange einfach mal hier mit dem Butterworth-Filter an, das ist also hier die blaue Linie. Der geht ziemlich horizontal bis kurz vor der Grenzfrequenz, knickt dann scharf ab. Er hat aber in der Schwungantwort, dazu komme ich später nochmal, ein starkes Überschwingen. Bei dem Chebyshev ist es hier so, dass hier auch in dem Amplitudenfrequenzgang bereits ein Überschwingen stattfindet. Und er geht hier sozusagen vor der Grenzfrequenz schon steil runter. Auch dieser Filtertyp hat bei der Sprungantwort starkes Überschwingen. Und die Höhe hier dieses Überschwings ist auch hier zu erkennen, nämlich mit 0,5, 1, 2 und 3 dB. Das kann man dann nachher später in der Schaltung sozusagen festlegen. Und also das Schwingen kann sehr stark sein oder eben etwas schwächer, geht aber relativ steil hier runter. Dann, dann der dritte Filter, den Bessel-Filter, der hat eigentlich einen der knickt erstmal nicht so scharf ab, das ist hier kaum zu sehen, also geht hier so drunter so ein Stück und hat aber ein gutes Rechteckübertragungsverhalten. Alle drei Filter haben mehr oder weniger ein kleines Überschwingen hier, während der Filter kritischer Dämpfung, der hat kein Überschwingen
Und man sieht, es gibt also keinen optimalen Filter, der wirklich annähernd sozusagen dort an das Optimum rankommt, was ich zu Anfang erzählt hatte. Alle haben ihre Nachteile und auch Vorteile natürlich. Und da muss man eben gucken, welchen man für einen bestimmten Einsatz oder Anwendung eben verwendet. Hier auf dem Steckbrett habe ich jetzt hier einen Chebyshev mit 0,5 dB Überschwingen zweiter Ordnung mal aufgebaut und werde das direkt vergleichen mit dem Filter erster Ordnung, auch am Oszilloskop, und dann mal direkt vergleichen. Hier sind nun die Signale zu sehen. Ganz oben hier wiederum das Eingangssignal. Wir haben jetzt ein Peak-to-Peak-Value hier von einem Volt. Wir haben eine Frequenz von 234 Hertz ungefähr, das heißt Grenzfrequenz. Beide Spannungen, also einmal dem Tiefpass in erster Ordnung und auch den Chebyshev, die liegen bei 700 Millivolt. Das heißt, es ist erstmal so nicht wirklich was zu sehen. Was man aber sehen kann, ist, wenn ich jetzt mal hier die Frequenz meinetwegen auf 600 Hertz erhöhe, ungefähr, dann sieht man also, dass hier Chebyshev sehr stark nach unten geht. Das ist hier der Filter erster Ordnung. Also da ist doch ein großer Unterschied zu sehen. Also der Chebyshev geht also sehr schnell nach unten. Und was man auch noch sehen kann, wenn ich jetzt mal die Frequenz wieder ein bisschen runter drehe, so jetzt bin ich bei 50 Hertz, drehe ich mal ein bisschen höher. Und wenn man jetzt mal hier diesen Wert beachtet, der liegt im Moment über dem Eingangspegel. Das ist jetzt hier das Überschwingen. Man sieht es eigentlich ganz gut. Ich drehe mal noch mal ein bisschen weiter. Jetzt ist er sogar bei 1,12 in etwa. Das heißt, es geht etwas höher. Wird also etwas höher, das Signal. Ich drehe jetzt die Frequenz weiter. Und dann irgendwann geht er auch natürlich wieder runter. In dem Bereich ist also hier das Überschwingen stark zu sehen. Man sieht aber auch hier der normale Filter erster Ordnung, der geht schon runter. Der Chebyshev mit diesen 0,5 dB geht dann durch diesen Überschwinger eben etwas hoch. Wenn ich jetzt hier weiter drehe, jetzt ist er ungefähr gleich, der Chebyshev mit dem Eingangssignal. Wenn ich aber dann weiter drehe, das hat man ja auch gesehen, dann geht er auch runter. Er ist jetzt hier schon unter einem Volt. Also da sieht man das eigentlich sehr schön. Wenn man das jetzt also aufnehmen würde, in dem Amplitudenfrequenzgang, würde man das also sehr schön sehen, dieses Überschwingen bei dem Chebyshev. Ein weiterer wichtiger Aspekt bei den Filtern ist die Sprungantwort. Also was passiert, wenn dort ein Rechtecksignal aufgegeben wird? Ich habe jetzt hier gelben Linie TTL-Signal. Ich muss dazu sagen, ich verwende so einen alten Funktionsgenerator, der das nicht besonders schön macht hier. Aber egal, auf jeden Fall habe ich ein TTL-Rechtecksignal, was hier hochgeht. Und man sieht jetzt hier, ich werde mal den ersten Kanal ausschalten, damit man es vielleicht besser sieht. Man sieht jetzt hier die violette Linie, das ist sozusagen der Filter erster Ordnung, der hat also keinen Überschwingen, er geht also so rüber. Und der Chebyshev hat hier ein starkes Überschwingen. Und das sollte man auch dann immer noch bedenken, wenn man solche Filter verwendet. Nach der praktischen Darstellung, wie jetzt sich so ein Filter zweiter Ordnung verhält, will ich mal auf die Berechnung zurückkommen. Ich selbst habe auf dem Steckboard hier diese Schaltung aufgebaut, also diese Cell-and-Key-Schaltung ohne Verstärkung. Man sieht es hier, ich habe also hier Pin 1 und 2 zusammengeschlossen. Und die Frage stellt sich natürlich jetzt, wie kann ich dort C1, C2 und die Widerstände berechnen? Für die Berechnung für einen Filter zweiter Ordnung gibt es eine allgemeine Gleichung, die ist hier links dargestellt. Und da darf man sich jetzt nicht verwirren lassen, weil hier ein J steht, also Imaginäranteil und so weiter. Auf der rechten Seite hier ist nochmal eine Gleichung für genau diese Schaltung. Und wenn man die beiden mal vergleicht, dann sieht man, dass die ziemlich gleich aufgebaut sind, und sodass man hier die Nenner einfach gleichsetzt. Ich kann jetzt also hier sagen, gleichsetzen den Nenner 1 plus J Omega 1 durch Omega Grenz minus Omega Quadrat mal B1 durch Omega Quadrat Grenz gleich 1 plus J Omega Quadrat C1 minus Omega Quadrat R Quadrat C1 C2. Hier vielleicht nochmal der Hinweis, die Widerstände sind also gleich groß. Das ist auch nochmal eine Vereinfachung, die man hier vorgenommen hat. Naja, und dann kann man im Prinzip hier
Ja, dieses Eins durchstreichen und sozusagen nur die Realteile hier verwenden und sagen, A1 durch Omega Grenz ist gleich 2 mal R C1 und B1 durch Omega Quadrat Grenz gleich R Quadrat C1 C2, sodass man, wenn man jetzt R vorgibt, und das habe ich auch gemacht, ich habe dort einfach 10 Kiloohm eingesetzt, erstmal C1 ausrechnen kann. Die Grenzfrequenz ist ja gegeben mit 234 Hertz in dem Fall. Und wenn ich C1 ausgerechnet habe, dann kann ich diese Gleichung hier umstellen nach C2. Ich habe es hier nochmal hingeschrieben. Also C2 gleich B1 durch Omega Quadrat Grenz R Quadrat mal C1, sodass ich dann beide Kondensatoren ausrechnen kann. Und die Frage stellt sich natürlich, wo kommt jetzt dieses A1 und B1 her? Dort gibt es auch wieder Tabellen in den Büchern. Das sind diese Filterkoeffizienten, die man dort raussuchen muss, entsprechend des Filtertyps. Ich habe hier mal die Tabelle aus dem Buch der Schaltungstechnik von Tietze und Schenk. Ja, hier die Tabelle mal aufgeschlagen. Und zwar in dem Fall hier für Chebyschew-Filter mit 0,5 dB Welligkeit. Und hier sieht man also A1, das heißt, und B1, hier heißt es AI und BI. Das ist aber jetzt A1 und B1 in dem Fall. Und hier sieht man die Koeffizienten. Die sind wichtig. Und hier auf der linken Seite sieht man jetzt zum einen die Ordnungszahl und der Filter Nummer 1, 2 und so weiter. Und wichtig ist jetzt, wenn man jetzt sagt, man will einen Filter zweiter Ordnung haben, dann ist man hier bei der 2. Und man sieht, ich brauche auch nur einen Filter dafür. Während für einen Filter dritter Ordnung, da brauche ich zwei Filter. Einen ersten Filter und einen zweiten Filter. Und diese Koeffizienten sind dann auch unterschiedlich, wie man hier sieht. Also ich bleibe mal beim Filter zweiter Ordnung. Man geht also rein hier und man sieht, für A1 hat man hier in dem Fall hier 1,3614 und für B1 dann eben 1,3827. Und die beiden Koeffizienten setzt man dann in diese Gleichung ein, sodass man dann dort die Kondensatoren berechnen kann. Ich bin hier mal ein bisschen runtergewandert jetzt. Und zwar habe ich auch einen Filter achter Ordnung mal aufgebaut. Und für einen Filter achter Ordnung braucht man eben vier Celent-Key-Schaltungen. Also hintereinander. Da komme ich gleich nochmal dazu. Und jede Schaltung hat ihre eigenen Koeffizienten, die man in diese Gleichung einsetzen muss, sodass man dann jeweils für diese eigene Schaltung dann die Kondensatoren ausrechnen kann und die Schaltung werden dann einfach hintereinander geschaltet. Wenn man also hier A1 und B1 in die Gleichung einsetzt, dann kann man die Kondensatoren ausrechnen und im Anschluss daran wählt man dann Standardtypen natürlich aus, beziehungsweise weil es meistens sehr krumme Werte sind, muss man das durch Reihen- und Parallelschaltung dann irgendwie so hinkriegen, dass es einigermaßen stimmt. Beispielhaft habe ich das mal für diesen Filter, den ich da habe, mal aufgeschrieben. Ich habe also 10 Kiloohm hier angegeben für die Widerstände, Grenzfrequenz 234 Hertz. Und wenn ich das hier so in die Gleichung eingebe mit dem Koeffizienten, dann bekomme ich hier 46 Nano für C1. Da habe ich einen 47 genommen, ist also ziemlich dicht dran. Und für C2, da komme ich auf 60,8 Nano. Und da habe ich einen 470 Nano in Reihe mit einem 68 Nano. Dann kommt man in etwa auf diesen Wert. Die Basis ist also ein Filter zweiter Ordnung. Und wenn ich jetzt hier zum Beispiel einen Filter achter Ordnung aufbauen möchte mit der Celent-Key-Schaltung Chebyschew 0,5 dB, dann brauche ich viermal diesen Filter. Laut Tabelle habe ich also diese vier Filter dann auch zu berechnen. Es sind dann verschiedene Koeffizienten A1 und B1 und daraus folgt für jeden einzelnen Filter sozusagen entsprechend die Werte für die Kondensatoren. Auch hier dann natürlich muss man schauen, dass man die Sachen dann aus unterschiedlichsten Kondensatoren zusammenstellt. Auch diese Schaltung hier habe ich auf dem Steckbrett aufgebaut. Und ich vergleiche die Schaltung jetzt auch wieder mit dem Filter erster Ordnung und da wird man natürlich schon einen sehr, sehr großen Unterschied feststellen können. Hier sieht man nun die Schaltung, aktiver Filter, achter Ordnung, Chebyschew 0,5 dB überschwingen
Und das ist ziemlich aufwendig geworden, weil natürlich die Werte von den Kondensatoren, die ich hier mal ausgerechnet habe, man sieht sie ja hier, die musste ich also zusammenstellen aus verschiedensten Werten. Habe die dann so mal nachgemessen, ob das so in etwa hinkommt. Aber die Schaltung funktioniert erstmal soweit und jetzt werde ich mal wieder zum Oszilloskop umschalten. Hier sieht man nun die Signale am Oszilloskop. Oben Eingangssignal, wie gehabt, die violette Linie, mittlere Signal ist Filter erster Ordnung. Hier ist der Chebyshev achter Ordnung mit 0,5 dB Welligkeit. Man sieht hier schon eine größere Phasenverschiebung beim Chebyshev. Die Frequenz beträgt gerade so 50 Hertz in etwa. Eingangsspannung 1 Volt. Und man sieht jetzt hier, der Filter erster Ordnung liegt etwas drunter, der Chebyshev etwas drüber. Und jetzt drehe ich mal die Frequenz höher, meinetwegen auf 100 Hertz. Da sieht man, glaube ich, auch noch nicht so viel. Beide Filter gehen schon ein bisschen drunter. Der Filter erster Ordnung ist ein bisschen weiter drunter als der Chebyshev. Und wenn ich jetzt hier mal weiter drehe und man das beobachtet, dann passiert im Moment noch nicht auf beiden so viel. Beide gehen relativ gleichmäßig runter. Aber jetzt merkt man schon, der Chebyshev geht hier wieder höher. Der war eben auch schon unter 900. Ich gehe noch mal kurz zurück. Also hier nochmal drauf achten, auf die 900. Der geht also runter hier, ne? Wenn ich jetzt höher drehe, geht er auf einmal höher. Und man sieht es jetzt auch hier sehr deutlich an der Kurve. Er geht also höher. Das ist diese Welligkeit jetzt. Er ist also jetzt schon über der Eingangsspannung. Ich muss jetzt mal runterdrehen, beziehungsweise den Funktionsgenerator. Wollen wir bei 200, glaube ich, in etwa nochmal hier einstellen. Hier bei 200. Wir sind also kurz vor der Grenzfrequenz. Und was macht der Chebyshev? Er ist weiter über der Eingangsspannung. Noch weiter, ist also bei 1,26. Eingangsspannung ist ja 1,2. Der Filter erster Ordnung ist schon stark zurückgegangen. Allerdings wird man jetzt gleich sehen, bei der Grenzfrequenz, was mit dem Chebyshev passiert. Ich drehe mal langsam weiter. Ich habe nur ein bisschen gedreht. Ich bin sozusagen nur ein bisschen über der Grenzfrequenz. Man hat gesehen, das ist komplett zusammengebrochen, das Signal. Er ist jetzt in etwa in der Höhe vom Filter erster Ordnung. Und wenn ich jetzt noch mal ein bisschen weiter drehe, sieht man, er geht ganz stark zurück. Also da sieht man schon, die Steilheit ist sehr hoch. Wir sind jetzt bei 263 Hertz. Der Filter erster Ordnung ist noch bei 644 Millivolt, während der Chebyshev achter Ordnung jetzt bereits bei 140 Millivolt ist und damit diese Frequenzen ziemlich stark unterdrückt. Man kann also hier, wenn ich jetzt mal hier hin und her drehe, ich habe leider nicht die Möglichkeit zu wobbeln, wie gesagt, das ist ein alter Funktionsgenerator, dann sieht man hier sehr schön dieses Überschwingen. Ich bin jetzt im niedrigen Frequenzbereich, ich drehe jetzt also höher und die untere Kurve steigt an und dann fällt es aber ganz stark ab. Das ist also dieses Überschwingen, typisches Verhalten für diesen Filtertypen. Das Thema Filterhöhere Ordnung will ich damit erstmal abschließen. Das nächste Thema, was ich hier in dem Video mal kurz ansprechen möchte, ist zum einen die Slew Rate und das Verstärkungsbandbreiteprodukt. Bezüglich der Bandbreite, also der maximalen Frequenz für so einen Operationsverstärker, ist ja im Datenblatt meistens da was angegeben, 4 MHz oder irgend sowas, aber da muss man genau hingucken. Denn was dort gemeint ist, ist die sogenannte Unity Gain Bandwidth. Die wird dann genannt, und zwar ist es die Bandbreite bei einer Verstärkung von 1. Das heißt, wenn ich jetzt eine andere Verstärkung am Operationsverstärker einstelle, zum Beispiel 10, dann sind das nicht mehr 4 MHz, sondern nur noch 400 Kilohertz. Das muss man also beachten. Dieses Verstärkungsbandbreiteprodukt oder Unity Gain Bandwidth ist konstant. Und wenn es eben 4 MHz ist und man hat eben eine bestimmte Verstärkung, muss man das dadurch teilen und bekommt die maximale Bandbreite, die möglich ist. Das ist also ein konstanter Wert. Die Slew Rate wiederum ist die maximale Anstiegsrate am Ausgang und die sollte eigentlich auch immer im Zusammenhang mit dem Verstärkungsbandbreiteprodukt gesehen werden. Denn es kann durchaus sein, dass man hoch verstärken will mit relativ großen Signalen. Und dann stößt man spätestens bei der Slew Rate dort an die Grenzen. Wie kann man das beides messen?
Ich habe eine Schaltung hier aufgebaut, um das Verstärkungsbandbreite-Produkt mal zu zeigen. Dort habe ich den invertierenden Verstärker genommen, hier in dem Fall mit einer Verstärkung von 10. Ich setze hier den LM358 ein und das zeige ich gleich nochmal auch im Oszilloskop und bei der SlewRate genau das gleiche, also ein LM308. Und dort habe ich einen Spannungsfolger genommen, der wird gespeist mit einem Rechteckimpuls und dann wird geguckt, was am Ausgang rauskommt. Die SlewRate vielleicht nochmal, das ist wie gesagt die maximale Anstiegsrate. Und wenn man das jetzt sich so anschaut, wie groß die so sind, in welchen Bereichen sich die so bewegen. Ich habe mir ein Beispiel mal genannt, 0,5 Volt pro Mikrosekunde beim LM741. Das ist sehr langsam. Es gibt auch noch andere, die gehen bis in die Tausende Volt pro Mikrosekunde. Ein anderer hier zum Beispiel sehe ich gerade, habe ich aufgeschrieben, 650 Volt pro Mikrosekunde bei dem AD8062. Es gibt auch eine Gleichung dazu, das kann man sich dann ausrechnen. Und ich will das mal kurz zeigen, so die Zusammenhänge. Zum einen will ich mal zeigen, wie man die Slew-Rate misst und was es dann mit dem Verstärkungsbandbreite-Produkt auf sich hat, wenn man dort da mal praktisch an eine Schaltung rangeht. Ich fange also an hier mit dem Spannungsfolger. Ich habe hier ein Rechtecksignal, was ich dort drauf gebe. Ich messe die Ausgangsspannung. Und dann wird man sehen, dass der nicht unendlich schnell reagieren kann. Es wird also einen langsamen Anstieg nach oben gehen und nach unten. Und das ist dann diese Slew-Rate. Und die messe ich jetzt mal hier beim LM358. Hier sieht man jetzt oben wieder das Eingangssignal, TTL in dem Fall. Unten ist das Ausgangssignal vom Spannungsfolger. Und das Interessante ist jetzt, wenn ich jetzt mal die Zeitachse hier ein bisschen dehne, dann sieht man hier schon diese Schräge. Das ist also die maximale Anstiegsrate für diesen Operationsverstärker. Und ich will das Bild jetzt nochmal insofern ändern, dass ich hier mal die Spannung auch nochmal ein bisschen erhöhe und auch die Zeitachse mal auf eine Mikrosekunde stelle, sodass ich dieses Bild bekomme. Und wenn ich jetzt hier mal diesen Einschwingvorgang da unten rausnehme, ein bisschen runterdrehe hier noch. So, dann habe ich ja von da nach da eine Mikrosekunde und ich habe hier 8 Kästchen, also 800 Millivolt pro Mikrosekunde, also 0,8 Volt pro Mikrosekunde und für einen LM358 ist das eigentlich typisch. Bei einer weiteren Messung möchte ich mal ein sinusförmiges Ausgangssignal erzeugen mit einer bestimmten Frequenz und auch einer bestimmten Ausgangsspannung maximal. Und da stellt sich natürlich einmal die Frage, wie groß muss die Slew-Rate des Operationsverstärkers sein? Ich habe einfach mal ein Beispiel genommen. Wir haben eine Frequenz von 50 kHz und die Ausgangsspannung soll 3 Volt UDACH betragen. Wie groß muss die Slew-Rate sein? Da kann man also hier nach der Gleichung gehen. Slew-Rate ist gleich UDACH mal 2 mal Pi mal F. Und dann kommt man denn hier auf eine Slew-Rate von 942.450 Volt pro Sekunde, das sind 0,942 Volt pro Mikrosekunde. Und wenn man dort den TL082 zum Beispiel einsetzt, der hat also 13 Volt pro Mikrosekunde, dann ist es damit möglich. Eine andere Sache ist in Verbindung mit dieser Unity Gain Bandwidth, habe ich einfach mal die Idee. Ich habe also auch einen Operationsverstärker mit 4 MHz und habe eine Verstärkung von 2. Wie groß darf die Ausgangsspannung bei einer Verstärkung dort werden? Beim TL082, das kann man denn hier im Prinzip berechnen. Wir haben eine Verstärkung von 2, also muss ich die 4 MHz erstmal durch 2 teilen. Das ist das Maximum, was geht. Die Slew-Rate ist ja hier UDACH 2PF, muss ich also umstellen nach UDACH. Und dann komme ich eben hier in dem Fall auf ungefähr 1 Volt UDACH. Ich habe das gleiche nochmal gerechnet mit anderen Werten für den LM358, weil ich ihn gerade da habe. Der hat ja eine Slew-Rate von 0,8 Volt pro Mikrosekunde, hat 1 MHz Gain Bandwidth Product sozusagen, beziehungsweise Unity Gain Bandwidth. Verstärkung soll hier 10 sein, das heißt, ich gehe maximal bis 100 Kilohertz. Und mein UDACH, wenn ich das jetzt also hier umrechnen kann, also dann maximal 1,27 Volt betragen. Und das will ich nochmal ganz kurz auch am Oszilloskop zeigen, wie sich das dann in der
Kurvenform am Ausgang bemerkbar macht. Hier sieht man nun wieder das Bild auf dem Oszilloskop. Es ist ja jetzt ein invertierender Verstärker mit dem Verstärkungsfaktor 10. Damit ist sozusagen die maximale Frequenz gegeben, nämlich 100 kHz. Und die Frage ist, wie groß kann denn hier bei 100 kHz diese Ausgangsspannung werden? Und wenn man das berechnet, kommt man hier auf UDAC von 1,27 Volt. Anzeigt er mir jetzt hier gerade den Peak-to-Peak-Value, also doppelt so viel müsste es denn sein, 2,5 Volt. Das Erste, was ich erstmal machen werde, ich werde mal auf 100 kHz drehen, in etwa, und dann die Amplitude noch mal ein bisschen höher drehen. Und ja, noch sieht das Sinussignal einigermaßen aus. Wenn ich jetzt aber die Amplitude noch mal ein bisschen höher drehe, wird man sehen, also er verbeult langsam. Jetzt merkt man schon, es ist relativ gerade hier. Das ist also wirklich die Slew-Rate, die jetzt hier zum Tragen kommt. Wir sind auch weit über 3 Volt am Ausgang. Das geht dann also nicht. Erst wenn ich also hier wieder runter drehe, dann kommt man so hier in so in dem Bereich bei 2,7 Volt. Da hat er schon so ein einigermaßen sinusförmiges Signal. Das funktioniert eigentlich dann so ganz gut. Berechnet ist ja 2,5. Wir sind jetzt hier bei 2,7. Im Datenblatt steht nur der typische Wert von diesem Unity Gain Bandwidth, nämlich 1 MHz. Es steht kein Maximalwert da sozusagen. Es kann also sein, dass der ein bisschen besser ist hier in dem Fall. Aber so in dem Dreh müsste es hinhauen. Wir sind jetzt bei 103 kHz, 2,7 Volt. Und alles, was dann drüber geht, auch von der Frequenz her, da wird im Prinzip, ich drehe mal hier weiter, muss ich hier wieder ein bisschen anpassen, dann sieht man jetzt auch schon, also ganz klar, dass das Sinussignal wird dann verschoben, beziehungsweise es wird dann fast dreieckig. Und das sollte man also dann immer beachten. Slew Rate und dieses Verstärkungsbandbreite Produkt gehört einfach irgendwie zusammen. Zum Schluss dieses Videos möchte ich nochmal auf die Kriterien bei der Auswahl von geeigneten Operationsverstärkern so ein bisschen eingehen. Vielleicht nochmal vorab, für mich gibt es keinen universellen Operationsverstärker für jede Anwendung, denn dann würde es ja nur einen geben. Gibt es aber nicht, es gibt hunderttausende verschiedener OPVs und je nach Anwendung muss einfach ein bestimmter Operationsverstärker ausgewählt werden. Es gibt dabei verschiedene Kriterien. Zum Beispiel die Versorgungsspannung, die Slew-Rate, die ich ja gerade gezeigt habe, die Stromaufnahme, Rauschen und so weiter, das sind alles Kriterien. Da muss man also im Datenblatt im Prinzip gucken, mit was man da leben kann. Das Problem bei der ganzen Geschichte dadurch ist, dass eine positive Eigenschaft beinhaltet meistens auch, sage ich mal, eine etwas negative Eigenschaft. Wenn ich jetzt mal zum Beispiel diesen AD8062 nehme, der ist sehr schnell. Der kann aber nur mit einer Versorgung von 5 Volt betrieben werden, was allerdings auch verständlich ist. Bei schnellen Signalen kann man nur mit einer geringen Spannung arbeiten, damit sie eben schnell werden. Beim LM358 zum Beispiel ist es so, der ist sehr stromsparend, aber eben doch ziemlich langsam. Also da muss man dann immer verschiedene Sachen hier auswählen. Ich habe dazu mal einfach mal eine Tabelle gemacht mit 4 Operationsverstärkern von verschiedensten Herstellern und ja, mit ein paar Parametern hier. Wir haben zum einen natürlich die Verstärkung an sich. Da gibt es welche, die haben eine etwas höhere Open Loop Gain, also eine Verstärkung ohne irgendwas dran. Dann haben wir hier dieses Gain Bandwidth Product. Also da haben wir hier welche, die haben eben gehen bis 300 MHz und noch mehr natürlich. Hier der LM358 0,7 MHz, im Datenblatt stand typischerweise 1 MHz. Dann haben wir die Versorgungsspannung hier nochmal. Wie gesagt, da gibt es welche, die gehen sehr weit hoch, teilweise auch bis plus minus 22 Volt. Dann haben sie aber wahrscheinlich den Nachteil, dass sie nicht gerade sehr schnell sind. Dann gibt es noch ein anderes Kriterium, wovon ich nicht so wirklich gesprochen habe. Das ist die Offset-Spannung. Die beträgt bei manchen hier eben 1 Millivolt, 2 Millivolt. Hier in dem Fall bei dem Opa 177 nur 20 Mikrovolt. Die Slew-Rate ist ein ganz klares Kriterium. Also hier nochmal AD8062 sehr schnell, die anderen eher langsam. Dann auch den Bias-Strom, den ich nicht so besprochen hatte, so wirklich. Der ist hier bei dem LMC660 sehr, sehr klein, 2 Femtoampere. Hier zum Beispiel bei dem Opa 177, da ist der Bias-Strom relativ hoch.
Und zum Schluss noch hier die Stromaufnahme bzw. die Leistungsaufnahme beim LM358 am niedrigsten. Also da sieht man, da gibt es viele Kriterien, worauf man achten muss. Das sind natürlich hier nicht alle, sondern soll immer einen Hinweis geben, dass man für bestimmte Anwendungen auch einen bestimmten Operationsverstärker auswählen muss und nicht einfach sagen kann, ich nehme einfach immer einen TL082, das funktioniert. Das wird dann irgendwann nicht mehr funktionieren. Also insofern nochmal dazu dieser Hinweis. Ja, das war es auch nun schon hier zu diesem vierten Teil zum Thema Operationsverstärker. Ich hoffe, es hat Spaß gemacht und auch etwas gebracht. Ich wünsche weiterhin viel Spaß und tschüss.